Einen wunderschönen guten Abend. Willkommen zurück zu Minecraft Monday. Ist so verdammt fucking schwül, ne? Das ist echt abartig. Echt abartig ist das. So, als allererstes da rein. So, da, da, so, friedlich einfach. So, so, so. Willkommen, meine Freunde der gepflegten Unterhaltung oder auch nicht. Eins muss ich aber noch ändern. Das machen wir noch schnell. Das machen wir noch schnell. Die Kamera, die muss runter. So. So, jetzt passt es. Ja. Guck mal, da steht ein Monster. Da steht ein Monster irgendwo. So, mal gucken. Komm, wir gehen mal gucken. Da steht ein Monster. Wir gucken mal, wo es rumeiert. Wo bist du? Oben oder unten? Dann muss er unten sein. Dann muss er unten sein. Ja, wo ist der denn? Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Der hängt hier unten drin in der Spalte bestimmt wieder. Quasi da drin irgendwo. Mensch! Ich habe keinen eingeladen. Gar keinen. Also hast du hier auch nichts zu suchen. Nee, 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 nee. Was soll das denn hier? Kannst du nicht einfach hier ein auf... Hallo, ich komme mal zu Besuch. Nee, das funktioniert nicht. Was machen wir denn heute? Was machen wir denn heute? Ich wollte, wir brauchen Felder. Ich wollte Felder anbauen. Wir brauchen Felder. Und das ist das, was ich heute Mittag schon in der Folge gesagt habe. Ich glaube, es war dann heute Mittag, ne? Ich weiß nicht, wohin mit den Feldern. Das ist halt... Ich weiß nicht, wohin. Weil, habe ich gesagt, wenn wir die hier hinbauen, das wird ja mit der Zeit alles noch abgerissen. Weil hier kommt ja, soll ja die ganze Stadt. Ach, das ist Gras oder so, keine Ahnung, was das war. Soll ja hier wachsen, ne? Also können wir hier die Felder schon mal nicht hinbauen. Es ist die Frage, wo setzen wir die Felder hin? Ja, brech dir die Beine. Brech sie dir. Einmal quer durch. Jetzt habe ich überlegt. Was ist denn, wenn wir hingehen und die Felder da hinten irgendwo hinsetzen? Ob das mehr Sinn macht, wenn wir die Felder da hinten auf den Berg setzen? Weil wir brauchen Tofu, wir brauchen Sojabohnen, wir brauchen Weizen, wir brauchen Roggen. Im Grunde brauchen wir alles. Alles Mögliche brauchen wir. Und es ist halt jetzt die Frage, wo bauen wir das hin? Wo macht es am meisten Sinn, die Felder jetzt anzubauen? Weil da unten macht es auch keinen Sinn, weil da wird auch noch alles abgerissen. Und ich habe ja heute Mittag schon in der Folge gesagt, ich habe keine Lust hier jedes Mal hier Fältchen zieh um oder so zu bauen. Wenn wir mit der Stadt wachsen, ist sinnlos. Was wir machen können, was irgendwie... Warum hängst du denn hier? Was wir machen könnten, ist, wenn wir die da hinten hinsetzen. Das könnte funktionieren, wenn wir die da oben drauf setzen. Ja, ja, ist doch gut jetzt. Ist doch gut jetzt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn wir die da oben drauf setzen... Das könnte funktionieren. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hier, da, guck mal, da können wir doch auch schon alles mit runternehmen. Da kommen wir. So, da haben wir noch ein bisschen Reis bekommen. Sehr schön. Ja. Könnten wir mal den großen nehmen, ne? Ja. Nehmen wir den großen. Der ist stärker. So.
packen wir das mal alles weg hier. So. So. Dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Dann legen wir uns mal eben hin. Und dann schauen wir mal, wo wir die Felder hinbauen. Ich habe echt absolut keine Ahnung, ne? Wo wir die hinbauen. Wir könnten ja auch da hinsetzen, aber da kommt ja die Burg irgendwann hin. Hier unten wird ja auch noch gebaut. Hier kommt ja der See und alles hin. Das ist echt ein Problem, ne? Das ist echt ein Problem. Was wir machen könnten, was eine Option wäre, wir setzen die... Ich muss, wartet. Ganz stopp. Welche Atmosphäre, ne? Die geht... Oh. So. Wenn ich die ganze Zeit da draußen da höre, ne? Da ist... Wird einem... Ah, viel... Oh, eine Wohl... Was für eine Wohltat. Was wir machen können... Oder könnten... Ist, wenn wir die Felder... Da ganz, ganz hinten hinsetzen. Wir wollten sowieso da hinten hin, weil da hinten unten müsste dann Dschungel sein. Das heißt, wir könnten da auch direkt nach Tofu gucken. Wir müssen nur gucken. Da sind Pumas. Ich glaube ja, Pumas waren da. Jetzt müssen wir dann gucken, wie die sich dann mit uns arrangieren. Aber das wäre eine Möglichkeit. Ich glaube, das machen wir auch. Das heißt, wir nehmen mit. Wir brauchen eine Schaufel. Wo ist mein Tischchen? Der ist da. Guck mal. Ach ja, den Entsafter hatten wir ja auch gebaut. Genau, den Entsafter. Das kann man weg, das kann weg. Der kann weg. Der kann weg, das kann weg. Die Leiter kann auch weg. Die Pfeile können auch weg. Dann brauchen wir Fackeln auf jeden Fall. Wir bräuchten so einiges, ne? Wir bräuchten so einiges. Guck mal, das kann doch hier raus. Das waren die Teeblätter, ne? Ne, das ist Spinat. Dann habe ich die Teeblätter, die sind dann da hinten irgendwo. Speiseöl, genau. Wir hatten Speiseöl, hatten wir schon. Dann lass uns mal die zurückschisseln. So. Da schisseln wir die zurück. Dann können wir die nämlich auch wegpacken. Dann bringe ich das Speiseöl und den Entsafter, den bringen wir dann in die Küche eben. Dann haben wir das nämlich auch schon. Dann haben wir das nämlich auch schon weg. Ist nur die Frage, wo rein? Der ist voll. Da ist das Wasser drinne. Da ist Salz drinne. Ach komm, weißt du was? Weißt du was? Wir packen den Entsafter und das Speiseöl. Packen wir hier ins Regal rein. So, passt doch. Packen wir das da ins Regal rein. Da haben wir noch Weizen, ne? Da könnten wir eigentlich drei Decks mitnehmen. Drei Decks, ja, ne? Können wir daraus direkt mal Samen machen. Komm, einmal, zweimal, dreimal. So, haben wir 48 Weizensamen. Haben wir die schon mal? Da ist leer, ne? Da ist nichts drin, ne? Dann brauchen wir Eimer und Wasser. Wir brauchen Wasser. Was haben wir denn hier drin? Da ist die Keramik drin. Dann haben wir da die Keramik. Was haben wir denn noch? Wir brauchen Eimer. Und die Tee würde ich auch gerne mitnehmen, direkt. Das sind die Teeblätter, ne? Ja. Nehmen wir die mit. Brauchen wir den Schüssel? Eigentlich ja nicht, ne? Was haben wir denn da? Pineapple. Wir könnten da eigentlich riesengroße Felder hinbauen, ne? Da ganz hinten könnten wir machen. Wenn wir dann eine Treppe nehmen, die da runterbauen, zumindest einen Weg runterführen, irgendwie so, könnten wir eigentlich so machen, ne? Guck mal, den können wir da reinpacken. Den können wir nachher zum Reparieren mitnehmen. Was haben wir denn noch hier? Da ist noch ein bisschen Brot. Sojabohnen, genau, wir brauchen Sojabohnen. Sojabohnen müssen wir gleich runter in den Dschungel. Dann brauchen wir Diamanten.
Erstmal was essen. Erstmal was essen. Dann brauchen wir Eimer, Wasser und jede Menge Werkzeug. Aber ich glaube, dann werden wir uns eine Diamanten-Dings bauen. Diamanten, da guck mal, da haben wir drei Diamanten. 1, 2, 3, 4. Was haben wir hier? Da, ach ja, guck mal, da ist ein Eimer Wasser, sehr schön. Den können wir schon mal mitnehmen. Was haben wir hier drin? Irgendwas, was wir gebrauchen können. Eine Steinhake. Ich wollte eigentlich einen aus Diamanten bauen. Ne? Oder. Ja, wäre eigentlich Diamanten, wäre eigentlich am besten, ne? Kann ich die aus dem Stahlstab bauen? Funktioniert das? Was haben wir denn da noch drin? Schüssel, Schüssel, Axt, Axt. Also nichts Weltbewegendes. Eine Wiese, Biene. Aber sonst nichts, ne? Ah, guck mal, da ist mein anderer Schüssel. Sehr schön. Europäische Lerche. Einen Hebel haben wir hier noch drin. Kokereiziegel. Der ist auch noch nicht. Kupfererz kommt raus. Nether. Aber was hier alles drin liegt, ne? Egal. Wir brauchen. Nee, Stein brauchen wir nicht. Wir brauchen Holz. Holz brauchen wir. Jede Menge Holz. Ein Deck, 4. Nehmen wir am besten davon einen mit, ne? Hallo? Ich will Eichensetzlinge. Also hat er keinen. Ah. Ja, moin. Birkenholz. So. So, 64. Können wir auch eigentlich direkt durchmachen, ne? Das war anders, ne? Das war anders. So. Birkenzaun. So ein Birkenzaun. 32,64. Macht 96. Ja, Mathe Genie. Und ein Tor bräuchten wir auch noch, ne? Ein Tor wäre jetzt auch nicht verkehrt. Das heißt. Das heißt, wir brauchen. Das ist der Birkenzaun. Nein, wir müssen das anders haben, ne? Der Birke. Da ist er doch. Ein Holzzaun, so. Schaufel haben wir. Wir haben eine Axt. Dann fehlt uns noch das schöne eine Diamantenhake. Dann bauen wir uns noch eine. So. Dann brauchen wir noch drei Eimer Wasser. Wasser, Eimer ist hier. So. Dann brauchen wir Wasser, ne? Kann ich den Wasser von oben? Ich will da hoch. Kann ich den Wasser aus dem Wassereimern, also aus der Küche, wieder in den Eimer packen? Funktioniert das? Geht das? Weiß das einer? Oder muss ich dafür einen Tank haben? Wo laufe ich denn hin? Ich wollte in die Küche, wollte ich. Ja, Fackel, ne? Fackel hätte ich auch direkt bauen können. Wisst ihr, wenn ich die jetzt auskippe hier,
sage ich jetzt mal. Kann ich die da mit dem Eimer? Sie geht nicht, ne? Das geht nicht. Und wenn ich den so... Das geht auch nicht, ne? Das heißt, ich muss irgendwoher Wasser haben. Ja, sehr schön. Wie kriege ich denn da jetzt Wasser rein? Ich habe eine Idee. Ich glaube zwar nicht, dass er funktionieren wird. Aber wir gucken jetzt mal, ob das funktionieren könnte. Weil wir haben ja da hinten haben wir ja so ein schönes Wasserloch. Ha! Funktioniert. Funktioniert. Wunderbar. Sehr schön. Also Wasser haben wir auch schon. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch die Fackeln, ne? Brauchen nur noch eine Horde Fackeln und dann können wir bauen. Machen wir noch schnell Hayabubu. Wobei, wir können das Bett auch mitnehmen, ne? Gehen unten noch schnell Kohle holen. Gehen wir unten noch schnell Kohle holen und dann... So, na, da müsste ich rein. Da, so. Kohle, Kohle, Kohle. Fackel, 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 Fackel ist da. Reichen zwei Decks? Na komm, wir machen. So. Und bauen uns welche, was soll's. Ja, ja, bombastisch. Also Licht haben wir, ne? Licht haben wir jetzt ohne Ende. Also können wir hier ausleuchten, bis wir schwarz werden. Ja, müssen wir sowieso mal gucken, was wir hier mit dem Leuchten machen. Ja, müssen wir sowieso mal gucken. So. Das haben wir. Das heißt aber auch, wir können. Die können wir noch hochpacken. Die können wir nicht decken, ne? Die können wir nicht decken. Die Teeblätter können wir da hochpacken und die können wir auch da hochpacken. Essen haben wir auch. Das ist schon mal sehr gut. Schwertus. Weil ich weiß ja nicht, was uns hier alles entgegenkommt. Und dann gucken wir mal, ne? Dann machen wir hier noch eben schnell Hayabubu. Wobei wir könnten auch eben schnell gucken, was die Enderperle macht. Wir könnten noch eben gucken, was die Enderperle macht. Wir waren noch nicht fertig. Nö. Nö. Die ist immer noch nicht fertig. Gut. Dann gehen wir hier. Also düster irgendwie. Können wir hier noch ein paar Fackeln hinstellen? Geht das? Hier läuft auch einer rum. Egal, egal, egal. Bettchen, da hin, da, so. Sag mal. Ich glaube, es hackt. Was ist denn verkehrt bei dir? Hast du kein eigenes Bett? Tze. Der klaut dir mir mein Bett. Was ist denn bei ihr verkehrt? Irgendwann hat er ja ganz falsch gelaufen, oder? Das ist ja, der geht ja gar nicht. Wahnsinn. Du kannst dich doch nicht einfach in mein Bett legen. Was ist das, sag mal? Doof? So, das heißt, wir gehen da hinten hin und bauen Felder.
gucken nach Tofu, bauen Felder. Sehr schön.